Und angekommen auf 20 Meter Tiefe, 15 bis 20 Meter Tiefe hier. Ihr seht weit draußen am Ladoga-Archipel und das mit einer Grundroute. Ja, raus mit den Ködern, absinken lassen und dann ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe es in den Abendstunden gerade angefangen, habe jetzt die Nacht durchgeangelt und jetzt in den Morgenstunden so langsam auch wieder die Köder gewechselt. Denn, naja, in der Nacht gehen halt die Fische rein, die ich eigentlich nicht suche, Quappen. Ich bin hier komplett mit einer Grundroute am Archi, um Saiblinge zu suchen. Und zwar hatte ich das gesehen von Lolino vor ein paar Tagen. Hat er hier tatsächlich Bachsaibling gefangen und Ludoga-Saibling, beides als Trophy. 5,2 Kilo und 6,8 Kilo sogar. Beide Saiblingsarten sind reingegangen. Ja, richtig, richtig nice. Und das eben hier an der Stelle mit Grund, also mit Köder. Fischmontage. Und die Köder hier, die Kaulbarsche, sind auch immer wieder richtig gute Köder für Saiblinge. Das hat man am Ladoga-See, das hat man auch am Koori, wo es die Saiblinge gibt. Dort kann man auch immer wieder gut eben mit Kaulbarsch auf die Fische gehen. Und eben hier, wo die Fische richtig groß werden, die Saiblinge, da lohnt es sich wohl auch am ehesten. Jetzt muss man natürlich hier immer so ein bisschen gucken, dass man zum einen die Tiefe hat, dass man das hier so ein bisschen abstellt, dass man vielleicht... Guck mal, jetzt bin ich hier schon auf 25 Meter. Ich glaube, ich treibe gerade etwas weg, dass man eben hier auch die Route richtig positioniert. Deswegen mache ich immer mal wieder den Bügel auf, dass die Schnur richtig schön absinken kann. Ich lasse es meist so ein bisschen lockerer. So, mache dann den Bügel zu und irgendwann plöpp steht dann da eben auch Biss. Und ja, das waren jetzt hier bisher die Ergebnisse. Also Abendstunden, es ging halt los, sofort mit einem Bachsaibling. Das ist schon mal nicht so verkehrt. 2,4 Kilo schwarzes Fältchen ist reingegangen. Und dann kamen halt die Nachtstunden. Da ballern dann die Quappen rein. Anfangs noch mit Kaulbarsch hier weiter auf Quappe gegangen. Dann aber einfach gedacht, okay, der Kaulbarsch ist mir gerade zu heilig. Den brauche ich für die Zielfische. Dann also die Köderfische einfach geändert. Einfach ein paar Gammelfische reingeschmissen. Dann gehen dann auch die Quappen drauf. Und dann in den Morgenstunden, ja, es gehen morgens halt auch immer noch die Quappen. Also ruhig so bis 6, 7 Uhr die Gammelfische verwenden und dann irgendwann der Wechsel auf Kaulbarsch oder einfach mit ausreichend Kaulbarsch reingehen hier und gib ihm. Walam-Buckelmarine ist dabei, Ludoga-Saibling auch gerade dabei. Ja, gar nicht so schlecht, nehme ich doch alles gerne mit. Wo bin ich denn hier auf diesem riesen Archipel? Eine riesige Fläche. Und ja, ich sehe schon, ich treibe gerade heftig weg. Ich bin gerade erst hier in die Position gefahren und bin jetzt schon wieder weg. Bevor ich jetzt hier noch weiter verkehrt stehe, fahre ich einfach direkt nochmal eben hin. Dann haben wir das auch direkt on spot. Und dann gucken wir uns noch das Setup an und alles. Also, hier ans 15er wollen wir. Und ganz wichtig, wenn wir hier hinfahren und auch hier die Spots sehen... Ich mache schon mal wieder langsam. So, jetzt fahre ich langsam vor. Machen wir mal so Tempo 2-3 oder sowas. 2-3 km/h. Ja, wieder korrigieren. Jetzt sehen wir auf dem Echolot hier. Jetzt haben wir hier schon die Kante. Wir sind jetzt quasi auf dem 15 Meter Plateau, jawohl. Und jetzt fahre ich aber noch mal ein Stückchen weiter, quasi auf die 5. Noch mal ein bisschen rüber hier. So. Motor aus und ich schmeiße auch mal den Anker. Vielleicht hilft es ja so ein bisschen wenigstens. So, und jetzt haben wir hier auf dem Echolot schon so ein paar Fischis drauf, also ein paar Spots hier auf dem Teil. Denkt daran, das Echolot hier bei dem Boot am Archipel ist hinten angebracht. Das heißt, wir fahren drüber und sehen quasi im Nachhinein, was hinten quasi oder wo wir drüber gefahren sind. Das ist natürlich praktisch hier, wenn man hier schleppt. Weil ja beim Schleppen wirft man ja auch noch einiges aus, einige Meter und zieht dann hinterher. Also dafür reicht es eben ganz gut. Jetzt haben wir hier schon die 15 Meter erreicht. 20 Meter, zack, ich mach mal zu.
Und jetzt einfach mal ein bisschen warten hier an der Stelle und gucken, was da geht. Ich habe auch manchmal so ein bisschen gezuppelt. Einfach nochmal den Köder vielleicht nochmal neu platziert sozusagen. Zack, auf, zu. Und dann eigentlich warten, wie beim Grundangeln auch. Auswerfen, warten. Ist das lohnenswert vom Silber? Nee, absolut gar nicht. Absolute Katastrophe. Denn so ein Bootsticket hier kostet 100 Silber. Das ist natürlich der absolute Oberhammer. Aber, naja, wenn man die Chance hat, hier an diesem Gewässer, wo eben auch die wahnsinnig, also die wirklich großen Saiblinge drinne sind, ja, wenn wir die Chance haben, hier die Dinger zu fangen, dann kann man es doch auch testen. Leider kann man die Route ja nicht abstellen. Das ist natürlich ein bisschen mies. Würde man die abstellen können, zack, 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 dreimal Grundrudel raus und gib ihn, wäre natürlich der absolute Burner. Aber auch so geht es. Riskant ist es dazu auch noch, deswegen bin ich heute deutlich schwerer unterwegs als beim letzten Mal. Ich war zuletzt mit 15 Kilo hier. Was passiert? Na klar, ein Stör geht rein. Zack, zieht mich der Stör erstmal hier halb leer oder so gut wie leer. Über 450 Meter Schnur hat er weggenommen. War natürlich ein bisschen mies, aber auf 15 Kilo habe ich ihn dann trotzdem irgendwann bekommen. Der ist hier nach oben irgendwann abgehauen, zu den Bojen wieder. Und nach dem zweiten Bootsticket auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwann reingeholt. Lohnt sich absolut nicht. Also 200 Silber ausgegeben und in der Zeit hatte ich, glaube ich, 250 Silber Verdienst, also 50 Silber Gewinn gemacht. Absolute Katastrophe. Ja, das Bootsticket, wie gesagt, 100 Silber pro Tour. Das ist also etwas, was man machen kann, wenn man keine anderen Sorgen hat. Wenn man vielleicht einfach nur noch einen seltenen Fisch sucht, dann macht das Sinn. Ansonsten weniger. Jetzt ist hier aber schon lange nichts mehr passiert. Ich korrigiere direkt nochmal. Fahre nochmal ein bisschen weiter vor. Da muss eigentlich mehr passieren. Treiben wir hier gerade so hart weg oder was? So, nochmal ein Stückchen vor. Stopp. So, und direkt wieder auswerfen. Nach hinten raus, jawohl. Denn da hinten sind wir gerade über große Spots in 15 Meter Tiefe gefahren. Unten, also das Anzeichen für einen Spot mit großen Populationen, mit großen Fischen drin. Welche Fische es sind, wissen wir ja nicht. Also es sind nicht große Fische, sondern es ist ein Spot mit Fischen, die ja, groß sein können. Das können jetzt auch Stinte sein, die einfach in ihrer Art sehr groß sind. Und im Idealfall sind es aber vielleicht doch noch Saiblinge. Also von der City, vom Startpunkt, vom Hafen aus, runterbrettern hier auf die 15. Ich fahre halt eigentlich direkt unten auf den Bauch von der 5 und dann ist man da ganz gut platziert. Und dann heißt es Geduld mitbringen und warten. Ja, vom Setup haben wir ja gerade schon so halb gesehen. Heute mal deutlich schwerer mit unterwegs. Ich habe mir hier mal die fast 600 Meter Schnur drauf gemacht. Komplett übertrieben, nur für den Fall der Fälle und auch noch übertrieben mit 35 Kilo Fluorocarbon. Finde ich ja eigentlich sehr unpraktisch, aber mit dem Stör hatte ich jetzt gerade echt keinen Bock, wenn da noch ein Stör drauf geht. Nochmal so übelst den Drill. Ist mir einfach zu heftig, dauert einfach zu lang. Und zum Testen hier schön mit den Kaulbarschen geht es auch. Wichtiger Punkt, auch wenn man denkt, alten 4-0er Haken, seriously, 4-0er Haken für einen Saibling. Ja, 4-0er Haken für einen Saibling mit Kaulbarsch. 4-0er Haken, ich habe immer noch das Gefühl, dass beim Köderfischangeln die Haken komplett underrated sind. Wenn man das vergleicht mit einem 4-0er, keine Ahnung, Grundhaken, ist das deutlich größer, deutlich mächtiger. Hier bei dem Köderfischangeln wirkt wohl viel, viel eher der Kaulbarsch als Köder. Also es ist immer noch relativ klein. Und der 4-0er Haken, also wenn man da einen 1-0er Haken nehmen würde oder einen 1er oder sowas, absolute Katastrophe, was da an winzigen Fischen drauf geht. Also das geht absolut nicht. Deswegen muss man hier leider maximal und groß rein. Ja, vom Wurfgewicht her muss man natürlich schauen, dass man ausreichend Wurfgewicht hat. Ich habe hier versucht, relativ schwer auch noch reinzugehen. Ich bin jetzt hier natürlich mit 210 Gramm jetzt hier gerade unterwegs
also oder 217 Gramm. Und dementsprechend passt das hier so gerade noch vom Wurfgewicht der Rute. Ansonsten natürlich immer gucken, dass man das Blei einfach anpasst und gut ist. Na, jetzt könnte aber hier so langsam mal wieder ein bisschen was gehen. Also, ich teste jetzt hier gleich einfach noch mal ein bisschen und probiere noch mal ein bisschen weiter aus. Bügel offen lassen hat auch funktioniert. Auch da kommen dann immer mal wieder die Bisse. Da muss man halt auch schnell sein, dass man die dann rauszieht und dass man die dann auch hakt. Aber ansonsten klappte das auch so ganz gut. Vielleicht war Bügel offen lassen, war das der bessere Weg. Kann auch sein. Ich habe zwischendurch immer mal wieder den Bügel aufgemacht, gerade beim ersten Testen. Und da ging es eigentlich ganz gut. Ja, so viel zu dem Spot. Eigentlich eine ganz witzige Sache. Wenn ich gleich keine Kaulbarsche mehr habe, dann gehe ich hier wahrscheinlich mit Vecirig nochmal rein. Werde das auch nochmal ein bisschen probieren. Ansonsten, ja, am besten die Tasche voll machen. Erstmal schön Kaulbarsch angeln gehen am Moskito oder so. Und dann erst hierhin, wenn man auch ausreichend hat. So viel dazu. Zack, siehst du, da ist doch der nächste. Also, Bügel offen lassen macht, glaube ich, mehr Sinn. Das ist doch gar nicht schlecht. Und eine Olle Quappe ist es, na klar, schön mittags um 12, gleich 1 Uhr, baller mir die Quappen rein. Ich habe aber zum Glück noch einiges an Kaulbarschen durch die Turniere von heute und deswegen schnell wieder raus damit. Zack, absinken lassen, wie am Nordmeer, vielleicht einmal kurz zumachen, dann wieder auf. Dann geht es relativ schnell runter und ja, dann weiter hoffen auf die passenden, auf die Saiblinge und vielleicht ballern sie ja irgendwann mal rein. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Dankeschön fürs Teilen an den Lolino. Coole Sache. Und ich bin hier sehr gespannt, ob hier irgendwann mal für mich auch eine Trophy reingeht. Saibling fehlt mir nämlich noch. Und das wäre der absolute Burner. Deswegen investiere ich auch so viel Silber in meine mir noch fehlenden Trophys. Irgendwann müssen sie halt mal reingehen. Und sie gehen irgendwann rein. Petri Lümmels. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr mit RF4. Bis dahin.